Das folgende ist eine Fernsehzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie JoJo's Bizarre Adventure nicht ersetzen soll. JoJo's Bizarre Adventure gehört Treasure, David Production und Hirohiko Araki. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Für diesen Part geht es also nach Italien, denn der JoJo für diesen Part ist Giorno Giovanna. Buongiorno. Oh naja, wie soll ich sagen, er ist der Sohn von Dio, aber auch von Jonathan. Nein, nein, nicht auf die Weise, wie ihr euch das vorstellt. Dio hat nämlich nur mit dem Körper von Jonathan einen kleinen Muda Junior gezeugt. Und noch ein paar andere, aber die hatten mit der Genetik nicht so viel Glück gehabt. Wie dem auch sei, Koichi ist hier auch am Start und sucht in Italien einen Jungen. Er tut sich hier mit Giorno zusammen, da er sich als Taxifahrer angeboten hat. Eigentlich wollte Giorno aber nur das Gepäck stehlen. Doch das ist mit Koichi nicht so einfach. Weil Giorno hier merkt, dass Koichi einfach overpowered ist, wendet er eine Technik an, die in seiner Familie einfach nur legendär ist. Ciao. Doch danach macht auch schon Luca Stress. Ach, ihr fragt euch, was mit seinem Auge los ist? Naja, er hat Naruto komplett am Stück durchgeschaut. Nun vergießen seine Augen 24/7 eine männliche Träne. Weil Giorno ihn angeblich mit Geld betrogen hat, möchte dieser ihn nun begraben. Aber unser Jojo wendet hier mit einem Frosch-Spiegeltrick an und so beerdigt Luca sich selbst. Wie das Ganze funktioniert hat, erkläre ich euch gleich. Also, kommen wir zur Flashback-Time von unserem Hauptcharakter. Giornos Mutter hat sich nämlich nicht um ihn geschert und sein Stiefvater hat ihn nur schlecht behandelt. Außerdem wurde er von den anderen Kids gemobbt. Eines Tages jedoch traf er einen verletzten Mann und da Giorno kein 31er ist, hat er ihn vor seinen Feinden geschützt. Das führte dazu, dass er selbst nicht mehr geschlagen oder gemobbt wurde, da der Mann, den er gerettet hat, zur Mafia gehörte und ihn nun in Schutz nahm. Doch obwohl dieser Mann immer noch ein Verbrecher war, beschützte er die Schwachen und ließ keine Drogen an Kinder oder Frauen. Giorno nahm diese Begegnung zu seinem Leitfaden. Er wollte genauso werden wie dieser Mann. Da Giorno auch ein so ehrenvoller junger Mann ist, wurde sein Haar nach einer Weile auf natürliche Weise zu einer Super Saiyajin Mähne. Unser Boy steigt aber erstmal in die Bahn und trifft dort auf Bruno Bucciarati. Und ja, ich weiß, der sieht aus wie die Timeskip-Version von Kokosnusskopf, aber glaub mir, mehr Ehre als der Typ geht nicht. In Wahrheit ist er nämlich hier wegen Luca. Giorno streitet hier zwar einen Kampf gegen Luca ab, aber Bucciarati schmeckt eine Lüge sofort. Er zieht hier auch den Reverse Jujutsu Kaisen ab und lässt Giorno die Finger von Luca ausspucken. Und das, was er danach sagt, ist ziemlich verstörend. Ich kann dir alles in den Mund schieben, auf das ich gerade Lust habe. Also, kommen wir zu Giornos Fähigkeit. Er kann Leben erschaffen und manipulieren. Aber das ist wohl die dickste Lüge in ganz Jojo. Ganz ehrlich, man könnte Giornos Fähigkeit eher damit erklären, wenn man sagen würde, er kann genau das, was er gerade in der Folge braucht, um seinen Gegner zu besiegen. In dem Fall ist es so, dass er Bucciaratis Geist dazu bringt, sich von seinem Körper zu trennen, damit er ihm eine Faust geben kann. Doch man muss schon sagen, Bucciarati hat auch einen saftigen Stand am Start. Sticky Finger! Er kann nämlich Reißverschlüsse erstellen. Aber das ist einfach mal die coolste Fähigkeit überhaupt. So haut er hier auch ab. Für den Final Showdown approachen sie sich und verteilen Shame. Bucciarati kann Giorno auch kontern, da er seinen eigenen Arm mit dem von einem Passanten getauscht hat. So wirkt Giornos Stand nicht mehr auf ihn. Dadurch wiederum merkt Giorno aber, dass Bucciarati im Kampf gezögert hat. Der Grund dafür ist, dass der Junge, mit dem er seinen Arm getauscht hat, drogenabhängig ist. Und das hat Bucciarati sauer gemacht und abgelenkt. Das Ende vom Lied ist also, dass Giorno Bucciaratis Gang beitritt. Bucciarati wird der neue Speedwagon von dieser Staffel hier. Sie wollen also den Boss der Mafia stürzen und so rechtschaffend über die Stadt herrschen. Um also aufgenommen zu werden, muss Giorno das Okay von einem Capo bekommen. Also muss er Polpo besuchen, der im Knast sitzt. Er bekommt hier also die Challenge, das Feuerzeug für 24 Stunden zu beschützen. Und ja, wegen den OP geht das dann auch sofort in die Hose. Aber trotz des Tests kann er die Flamme neu zünden. Gut, genau genommen hat das hier der Opa rausgefunden, was aber nicht so gut ist, da das Ganze hier Polpos Stand aktiviert. Denn dieser erzeugt mit einem Pfeil Stand-Nutzer. Nur hat der OP hier nicht das Zeug dazu, was bedeutet, dass er ins Gras beißt. Danach ist Giorno dran, doch er kann sich nochmal freimudern. Und ja, wenn das Ganze geklappt hätte, wäre das Video hier wohl Jojo Part 5 in 5 Minuten geworden. Warum versteht ihr dann später? Vorerst bemerkt Giorno, dass der Stand aus den Schatten heraus angreift. Da Koichi auch dazukommt, kassiert Giorno Wunden, um ihn zu retten. Wenigstens revanchiert sich Koichi dafür mit einem Freeze. Giorno nutzt also das Festhalten des Gegners aus, um einen Baum verschwinden zu lassen, damit er mithilfe der Sonne den Stand verbrennen und danach ordentlich mudern kann. Da bei ferngesteuerten Stands der Nutzer nichts mitbekommt, kann Giorno auch ohne Probleme der Gang beitreten. Er nutzt hier auch die Faulheit von Polpo aus, um ihm ein Geschenk zu machen. Sagen wir es so, er hat seine Banane in etwas verwandelt, was noch leckerer ist. Koichi vertraut auch hier dem neuen Jojo und zieht sich aus diesem Part zurück. Und Giorno lernt damit seine Gangmitglieder kennen. Zum einen hätten wir hier Mister. Er glaubt, dass die Zahl 4 Unglück bringt und nutzlos ist. Dieses Gesetz soll auch überall anwendbar sein. Testen wir das Ganze doch mal an Naruto. Da hätten wir 1, 2, 3 und oh ja, ich verstehe, was er meint. Fugu, der jeden bei anderen Anime-Geschmack sofort fertig macht. Narancha, der kein Girl, sondern ein Kerl ist. Und Abakio, den das alles hier nicht interessiert, weil er seine Anime-Openings hört.
Außerdem ist er ziemlich ehrenlos, er pinkelt einfach heimlich in den Teepot. Giorno merkt das Ganze zwar, aber er will die Ehre von allen am Tisch nehmen und zieht einfach durch. Er hat nämlich eine Qualle in seinem Maul spawnen lassen und so hat er, naja, Abakios Angriff absorbiert. Sie stechen hier auch erstmal im See. Bucciarati möchte sich nämlich einen Schatz krallen und damit begann das große Piratenzeitalter. Ach ne, falscher Anime. Er will sich hier das Geld krallen, was Polpo versteckt hat. Komischerweise verschwindet dann aber einfach mal so Narancia. Das gleiche gilt hier auch für Mister und Fugok. Abakio könnte zwar mit seinem Stand das Rätsel lösen, da er Giorno aber nicht vertraut, offenbart er diesen nicht. Giorno ist aber ein Mann mit einem Traum. Er vertraut hier also auf Abakio und läuft direkt in die Falle. Also macht Abakio kein Auge und schreitet ein. Schließlich war er damals Polizist. Doch er merkte schnell, wie korrupt alles geworden ist. Da die Verbrecher vor Gericht sowieso immer davonkommen würden, nahm er irgendwann auch Selbstbestechungen an. Doch dadurch hat ein Verbrecher, der durch eine Bestechung an Abakio davongekommen ist, seinen Partner umgebracht. Und nachdem das alles passiert ist, hat Abakio für seine Bestechung nicht einmal eine Bestrafung bekommen. So traf er schließlich auf Bucciarati. Wir gehen aber erstmal zurück ins Hier und Jetzt. Abakio nutzt nämlich hier seinen Moody Blues, um die Zeit zurückzudrehen, damit er sehen kann, was passiert ist. So finden sie heraus, dass Narancia sich wie ein Luftballon aufgelöst hat. Doch Abakio wird hier auch erwischt und Bucciarati geht aufs Ganze. Er lässt hier das gesamte Schiff sinken. Abakio hat nämlich vor seinem Gehen einen Hinweis hinterlassen, weswegen Bucciarati rausbekommen hat, dass der Gegner eine Yacht in einer Yacht hatte und so versteckt geblieben ist. Er befreit also seine Leute und naja, hier wird nicht wie ein paar 3 geordert, sie gehen das Ganze mit etwas mehr Style an. Da der Typ auch noch einen Komplizen hat, sind sie ganz schön in der Klemme. Also will Giorno sich um den Typen auf der Insel kümmern. Zu seinem Glück kommt Mister der Ehrenboy mit. Bevor sie jedoch loslegen, wird erstmal ordentlich gefuttert. Giorno lockt also mit einem Funkspruch den Komplizen raus und Mister ist in Stellung, um diesen zu erledigen. Doch der Typ ist schon längst im Gebäude. Er kann zwar hier weglaufen, aber Misters Stand schießt einfach die Kugel hinterher. Da er aber mit dem LKW flieht, spürt Mister ihn auf und gibt ihm noch eine Kugel. Durch den Stand von dem Typen konnte er aber die Kugel in seinen Schädel einfach mal so anhalten. Doch Mister ist hier derjenige, der in der Falle sitzt. Seine Gegner hat nämlich seine Hände an den LKW geklebt. Durch eine Finte kann Mister bei dem Boy nochmal vom LKW schießen. Doch wenig später taucht er wieder auf. So bekommt Mister auch mal seine eigene Medizin ab. Also muss er es irgendwie mit seiner allerletzten Kugel schaffen. Aber wie erwähnt, durch die Klebefähigkeit von dem Typen kann er einfach die Kugel in seinem Körper stoppen. Das Ganze war aber hier nur ein Bait von Mister, damit der Typ seine Deckung fallen lässt. So nutzt Mister nämlich die Kugel, die sein Gegner aufgesammelt hat, um zu kontern. Auf diese Weise schafft es Mister einfach, die andere Kugel, die schon in seinem Kopf war, anzustoßen und so den Gegner, naja, zu entführen. Ach ja, kommen wir noch zu Misters Flashback. Er hat ein ziemlich chilliges Life gehabt, bis sein Ultra Instinct sich erweckt hat. Dann ist er 35 Kugeln ausgewichen und hat einen Übergriff auf ein Mädchen mit 3 Morden verhindert. Daraufhin ist er Bucciarati gejoint und das war's so ziemlich. Unsere Leute kommen also alle sicher an und treffen einen Capo, denn Bucciarati hat vor, ihm das Geld zu geben. Dadurch erlangt Bucciarati selbst auch den Rang eines Capo. Da er hier auch Polpos Posten übernimmt, bekommt er auch seine letzte Aufgabe zugeschrieben. Er muss nämlich die Tochter des Boss beschützen, nämlich Trish. Irgendjemand möchte sie nämlich umbringen, um Infos über den Boss herauszubekommen. Sie machen es sich also erstmal in einem Unterschlupf gemütlich. Narancia soll dabei den Einkauf erledigen. Er wird hier zwar verfolgt, aber da er ein Flugzeugstand hat, kann er gut dagegen feuern. Obwohl er den Gegner auch zerbombt, ist der Typ einfach verschwunden. Das liegt daran, dass dieser sich nämlich mit seinem Stand schrumpfen kann. So hängt er sich also an Narancia an. Außerdem schrumpft Narancia wegen der Fähigkeit ebenfalls. Doch Narancia kann sich seinen Gegner schnappen und so zerbomben. Da er aber noch nicht normal groß ist, ist Narancias Stand jetzt für ihn wie eine 7er Abschlussserie aus Call of Duty. Wir lernen auch hier einen weiteren Part der Mafia-Familie kennen, nämlich das Attentäter-Team. Dabei hätten wir den Typen, der eine Teufelsfrucht als Frisur hat, die Timeskip-Version von Ferb, Florian, dessen Eltern reich sind und deswegen flext er mit einer hässlichen Kette, ein Tokyo-Ghoul-Fanboy, der als Kaneki rumläuft, das 5. Mitglied der Ninja Turtle, der Typ, der gerade gegen Narancia kämpft und ein weiterer Darby Brother. Jedenfalls sieht er so aus. Eigentlich haben sie noch 2 mehr, aber die wurden geraidet, weil sie den Boss verarschen wollten. Deswegen wurden sie an ihre Truppe zurückgesendet und das ziemlich schön eingerahmt. Da sie ihre Lektion auch nicht gelernt haben, versuchen sie nun wieder durch Trish die Wahrheit hinter dem Boss herauszubekommen. Kommen wir also wieder zum Kampf. Fromaggio, so heißt der Typ, findet nämlich heraus, dass Narancia Stand auf Atmung reagiert. Weil Fromaggio auch Rattenreiter wurde, konnte Narancia ihn aufspüren. Deshalb geht er wieder auf Normalgröße und hat damit die Oberhand. Aber Narancia würde seine Freunde niemals verraten. Und ja, das ist der Part mit den Flashbacks, denn hier wird der von Narancia ausgelöst. Nach dem Tod seiner Mutter rutschte er nämlich in das Straßenleben, aber dort wurde er mies reingelegt. Er hat sich nämlich die Haare wie sein Vorbild gefärbt und wurde daraufhin wegen seiner Verbrechen belangt. Ein Jahr später kam er raus und all seine angeblichen Freunde haben sich einen Dreck um ihn geschert. So traf er irgendwann auf Fugo, der ihn zu Bucciarati mitnahm. In der Gegenwart jedoch sieht es von Narancia nicht so gut aus. Er muss hier einfach einen MMA-Fight gegen eine Spinne kicken. Diesen Kampf verliert er zwar und Fromaggio findet daraufhin die Karte, wo ihr Versteck aufgezeichnet ist, aber durch Narancia
Lukas Angriff und eben explodiert das Auto und so bekommt er seine normale Größe zurück. Aber das war's noch nicht ganz, denn der Typ schrumpft sich hier selbst und löscht mit seinem eigenen Blut das Feuer. Das ist dieser andere Big Brain Move. Aber gut, Narancia hofft hier einfach mal auf die italienische Autoversicherung und jagt alles in die Luft. Und dann auf Normalgröße gewinnt er diesen Kampf hier. Das war auf jeden Fall eine nice Einkaufstour. Die Attentäter wissen zwar jetzt Bescheid, aber der Boss hat eine neue Fluchtmöglichkeit bereitgestellt. Giorno, Abaki und Fugo machen sich deshalb auf, um die Schlüssel für den Helikopter zu besorgen. Und juhu, wir haben wieder mal einen Spiegel-Stand-Nutzer am Start. Doch dieses Mal ist es so, dass Fugo selbst in die Spiegelwelt gezogen wird. Und dort kann er seinen Stand nicht verwenden. Denn dieser spawnt in der echten Welt. Das wäre ja an sich kein Problem, doch bei Fugos Stand Purple Haze ist es so, dass er ihn nicht wirklich kontrollieren kann. Und natürlich hat Fugo auch einen Flashback. Er war übelst der smarte Boy. Doch er hatte ab und an diese anderen Wutanfälle. Als er dann mit 13 auf die Uni ging, wollte ein Professor, naja, Fugo ein paar Privatstunden geben. Was Fugo natürlich nicht so nice fand und absolut explodiert ist. Danach wurde er von seiner Familie verstoßen. Und was könnte dann wohl passiert sein? Richtig, er ist dem Pokémon-Team von Bucciarati beigetreten. Also, wir kommen wieder ins Geschehen zurück. Fugos Stand bringt nämlich alles um ihn herum um. Doch er nutzt hier auch einen Schlag, um seine Homies wissen zu lassen, dass sie sich fernhalten sollen. Obwohl Giorno hier Fugo retten möchte, besteht Abaki darauf, den Schlüssel zu besorgen. Deswegen nimmt ihr Gegner hier die Verfolgung auf. Abaki wird zwar auch in die Spiegelwelt gezogen, aber in Wahrheit war es nicht Abaki, sondern sein Stand. Das klappt jedoch nur kurz, weil der Gegner Abaki einfach zur Hälfte in seine Welt zieht. Aber auf Ehre trennt hier Abaki seine eigene Hand ab. Da das gespiegelt wird, kann er mit der getrennten Hand von seinem Stand Giorno den Schlüssel übergeben. Giorno wird hier zwar ebenfalls reingezogen, aber das war natürlich nur ein Bait. Denn Giorno hat sich vorher mit Purple Haze infiziert, um den Gegner so zu treffen. Deswegen will der Typ das gleiche tun, was Abaki getan hat und seine infizierte Hand opfern. Doch auch das gehört zu Giornos Plan. Denn so kann Purple Haze richtig zuschlagen und das beendet einen weiteren gegnerischen Stand-Nutzer. Giorno kann sich hier auch vom Gift retten, weil er eine Schlange gefangen hat, die immun gegen das Virus ist. Und so gibt er sich diese andere Impfung. Ganz ehrlich, bei dem Glück, das Giorno gerade hier hatte, würde ich danach einfach ins Casino fahren. Wie dem auch sei, Abaki hat ja auch überlebt und seine Hand angenäht. Der Schlüssel, den sie besorgt haben, war aber nicht für den Helikopter da, sondern für eine Schildkröte. Die müssen sie aber erst abholen. Sie fahren hier auch weiter mit dem Zug und werden von Pesci und Prosciutto verfolgt, die plötzlich die Spur verlieren. Also versuchen sie sich unsere Jungs irgendwie zu angeln, was nicht klappt, da sie sich schon längst in der Schildkröte versteckt haben. Aber Narancia benimmt sich irgendwie merkwürdig. Das liegt daran, dass er eben kurz draußen war und vom gegnerischen Stand getroffen wurde, der einen eben extrem schnell altern lässt. Das gleiche gilt hier für Giorno, Abaki, Fugo und die Fahrgäste. Bucciarati, Mr. und Trish altern jedoch nicht so schnell. Das liegt daran, dass der Stand auf Körpertemperatur abzielt. Da Mr. Bucciarati und Trish nämlich eine Cola getrunken haben, sind sie noch keine Rentner geworden. Das nenne ich mal ein wirklich gutes Placement. Mr. benutzt also so die Eiswürfel für einen Gegenangriff. Doch dabei wird er direkt geangelt, also müssen seine Numbers den Übeltäter suchen und sein Eis zerstören. Mr. hat damit eigentlich gewonnen, doch sein Partner Prosciutto hat sich selbst altern lassen, um so Mr. zu erwischen. Trotzdem wird Pesci hier runtergemacht, weil er ein absoluter Feigling ist. Prosciutto finisht hier also den Job und Mann, das ist echt viel für den Tod eines Joe Bro. Auch der Schildkrötenplan fällt hier auf, weil Prosciutto die Kacke der Kröte analysiert hat. Und oh, Number 5 konnte der Alterung dank dem Eiswürfel entkommen und so die Kugel in Misters Schädel abwehren. Außerdem hat Number 6 es auch überlebt und Bucciarati so Bescheid gegeben. Deswegen kann dieser den Angriff von Prosciutto mit dem Sticky Instinkt ausweichen und böse kontern. Aber diese Anstrengungen lassen ihn auch wieder schneller altern. Und wie am Anfang erwähnt, Bucciarati ist dieser andere Ehrenboy. Für sein Team und die Mission opferte sich hier selbst, um Prosciutto zu erledigen. Aber Pesci kann seinen Bro gerade noch so angeln. Doch das ist kein Problem für unseren Kokosnusskopf. Er schlägt nämlich Prosciutto einfach die Schnur aus der Hand und benutzt sie für sich selbst. Damit geht sein Gegner eine Spritztour fahren. Und Pesci denkt, er habe hier seinen Bro gerettet. Der Alterungsprozess hat aber noch nicht aufgehört, weil Prosciutto sich gerade so noch gerettet hat. Aber nicht um zu überleben, sondern nur um seinen Stand so lange wie möglich für seinen Partner aufrechtzuerhalten. Wegen diesem Opfer findet Pesci auch seine Eier in der Hose und zieht voll durch. Bucciarati nutzt also hier einen Trick. Er greift die Schnur an, damit er sich durch den Rückstoß, den er selber erlaubt, aufteilen kann. Dadurch spürt Pesci keinen Herzschlag mehr und kann Bucciarati nicht mehr finden. Aus Angst heraus, dass gleich Giorno und Co. nicht mehr altern, zieht er seine Angel also hier zurück. Bucciarati muss aber zu lange ohne Herz auskommen und steht so vor seinem Tod. Doch Pesci, der Idiot, stoppt hier den Zug und dadurch fügt sich auch Bucciaratis Herz von alleine wieder zusammen. Dabei ist es auch völlig egal, dass Pesci den Kurapika abziehen möchte. Bucciarati dreht den Spieß einfach um und gibt ihm eine wahre gangstermäßige Abreibung. Yeah, 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 yeah
Arrivederci. Aber ja, die nächste Nervensäge ist schon am Start. Er hat sich nämlich beim Zug eine Bucciarati-Blutgruppe gezogen. Und mit seinem Stand, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze erklären soll. Er kann mit seinem Stand nämlich eine Frau, naja, nett begrüßen und so ein Kind gebären. Bevor diese aber unsere Jungs raiden kann, muss Meloni ihm erstmal ein paar Sachen beibringen oder so. Nachdem er dann seine Mutter aufgegessen hat, macht er sich auf die Suche nach Bucciarati. Mann, was hat Araki geraucht, als er sich das ausgedacht hat? Das Ding kommt jedenfalls an und schnappt sich Trish und Bucciarati. Giorno wird hier auch getroffen und naja, seine Freunde denken, dass er ihnen nur nett zuwinkt. Help! Me. Also ist er hier auf sich alleine gestellt. Da sein Gegner Menschen in Objekte verwandeln kann, sieht es auch ziemlich schlecht aus. Aber Giorno kann sich mit seiner Fähigkeit die fehlenden Teile selbst craften und Babyface so aufhalten. Das Ende ist dann nicht so spektakulär. Giorno hat nämlich seine Hand, die er vorhin verloren hat, in einen Piranha verwandelt und so den Gegner von innen heraus zerfetzt. Doch da Babyface in die Pubertät kommt, kann er das tanken und erneut treffen. Also wendet Giorno den gleichen Trick nochmal an und verwandelt das Motorrad in seine Hand, die er dann in Babyface verfrachtet und ihn explodieren lässt. Die Kämpfe von Part 5 sind etwas komisch. Melone möchte zwar noch ein Kind erschaffen, doch Giorno hat eine Schlange zum Bahnhof geschickt, die den Job dann erledigt. Ja, ich weiß auch nicht, was hier wirklich passiert ist. Das Ganze macht auf jeden Fall seinen Partner Bakugo ziemlich sauer. Unsere Jungs bekommen dann einen weiteren Hinweis des Boss. Abake soll nämlich seinen Stand benutzen, um zurückzuspulen. Und so bekommen sie die Nachricht vom alten Opa. Sie sollen eine Disc besorgen. Und danach, naja, passiert halt Jojo-Stuff. So, da das jetzt erledigt ist, werde ich mich nun umbringen. Warte mal, das ist doch gar nicht nötig. Fahr doch einfach wieder zurück. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wie dem auch sei, unsere Jungs werden hier wieder mal angegriffen. Dieses Mal werden unsere Boys auf Eis gesetzt. Deswegen schießt Mister seine Kugeln los, die dann warm genug sind, damit Giorno lebend spawnen lassen kann. Auf diese Weise können sie ihren Gegner erstmal überwinden. Aber da der Typ wohl ein großer Power Ranger-Fan ist, zieht er einfach seinen Stand selbst an. Mister schaltet sich deswegen wieder ein und gönnt den Heini einen schönen Kuss mit der Straße. Was auch erstmal klappt. Aber der Typ ist ziemlich hartnäckig. Deswegen geht Giorno mit der Karre baden. Dabei verliert Mister auch immer mehr Finger. Aber bellt hier seinen Swag. Er lässt Giorno nämlich mit dem Motor Gras erschaffen, was Mister wiederum einfriert, um ans Ufer zu surfen. Doch der Gegner macht fies Auge und löst sein Eis wieder auf. Also wandelt Giorno das Gras wieder in Autoteile zurück, damit Mister diese in den Schädel von dem Gegner schießen kann. Danach nutzt er eine Ablenkung, um das Atemloch von dem Typen zu treffen. Doch White Ice konnte die Luft gefrieren und so die Kugel zurück zum Absender bringen. Wie viel Kugel muss Mister in diesem Part eigentlich noch tanken? Ganz ehrlich, wenn ich Mister wäre, würde ich den Revolver schleunigst beiseite legen. Wie dem auch sei, White Ice ist kurz davor, die Disc vom Boss an sich zu nehmen. Aus dem Nichts heraus zerschmettert also Giorno seinen Arm, um Mister ein Zeichen zu geben. Und das löst Misters Flashback 2.0 aus. Er wanderte nämlich für die Ultra Instinct Nummer in den Knast. Doch er wurde schnell wieder entlassen. Und wer könnte dafür wohl verantwortlich sein? Richtig, Bucciarati. Er hat sich einfach ein overpoweredes Pokémon-Team geschaffen. Es war mein Traum von Anfang an. Bucciarati wird Meister, ich glaub daran. Durch Giornos Entschlossenheit ist Mister auch wieder bei Sinn und schießt hier los. Da diese Attacke erneut abgewehrt wird, bekommt Mister noch mehr Kugeln ab. Aber dadurch kann er White Ice mit seinem Blut vollkleckern. Und so hat er freie Schussbahn, ihn weiter wegzuschießen. Bis er zur Stange kommt, die durch Schüsse von vorhin aufgebrochen ist. Nachdem Mister also 80 Kugeln getankt hat, ist White Ice weit genug reingedrängt worden, um zu sterben. Aber oh nein, White Ice hat das Blut aus seinem Nacken einführen lassen und somit den Angriff wieder mal abgewehrt. Womit er jedoch nicht gerechnet hat, ist das Piano von Giorno Giovanna. Richtig, Giorno kommt dazu und mudert White Ice so weit rein, dass er hier wirklich drauf geht. Alter, hättest du das nicht? Ich weiß auch nicht. 100 Kugeln früher machen können? Wenigstens nutzt Giorno die Kugeln in seinem Körper, um die beschädigten Organe von Mister zu ersetzen. Für seine Homies jedoch sieht das Ganze etwas anders aus. Aber damit sind sie kurz davor, Trish auszuliefern. Da nur Bucciarati und Trish den Turm betreten dürfen, gibt Giorno ihnen einen kleinen Glücksbringer mit. Doch auf dem Weg dorthin verschwindet Trish. Nur ihre Hand bleibt hier übrig. Das löse also nun endlich den Bucciarati-Flashback aus. Bei ihm lief eigentlich alles gut, bis sich seine Eltern geschieden haben. Obwohl er seine Eltern beide liebte, blieb er bei seinem Vater, weil er wusste, dass dieser alleine nie im Leben überleben würde. Und der Ehrenvater arbeitete so viel, um Bucciarati auf eine gute Schule zu schicken. Das führte jedoch dazu, dass er bei einem Auftrag schwer verletzt wurde. Er ist nämlich in ein Drogengeschäft verwickelt worden, weswegen man ihn als Zeugen erschossen hat. Er überlebte das Ganze zwar, aber noch in der gleichen Nacht wollten ihn die Gangster umbringen. Aber so wie wir es von Bucciarati kennen, drehte er den Spieß natürlich um und hat die
beiden einfach geraidet. Um danach Schutz zu erlangen, trat er also der Familie bei. Doch Jahre später ist sein Vater verstorben und Bucciarati macht auf seine Weise weiter, die Stadt vor Drogen zu beschützen. Wieder zurück im Hier und Jetzt merkt Bucciarati, dass der Boss eigentlich vorhat, Trish umzubringen, damit ihn niemand finden kann. Da Trish absolut unschuldig ist, macht das ganze Bucciarati so sauer, dass er nun gegen den Boss antreten möchte. Er festigt also erstmal Jonos Käfer an den Boss und kümmert sich dann selbst um ihn. Doch der Boss hat das schon längst bemerkt. Das gilt auch für seinen Stand King Crimson. Nein, 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 nicht der hier, sondern der hier. Der Typ kann nämlich einfach die Zeit löschen. Das merken auch unsere Jungs draußen, die sich plötzlich an einem komplett anderen Ort befinden. Einfach gesagt, man selbst bekommt die Attacke des Stand nicht mit. Aber die Dinge, die in der Zeit geschehen, die King Crimson löscht, passieren immer noch. So wie mein Face Reveal, was ich genau jetzt mache. Seht ihr, es ist passiert, aber ihr habt es nur nicht gesehen. Ihr merkt, das Ding ist ziemlich overpowered. Das bekommt Bucciarati hier auch ordentlich zu spüren. Bevor Trish dann getötet wird, schreitet Jono ein und verwandelt seinen Käfer in einen Klon der Schildkröte mit dem Stand. So kann er den Boss aufsaugen. Bucciarati entsorgt sie also, damit er mit Trish fliehen kann. Doch der Boss ist schon längst wieder befreit. Bucciarati täuscht hier also einen Angriff vor, um eine Fluchtmöglichkeit zu bekommen. Jono kommt zwar dazu, aber Bucciarati scheint schon längst tot zu sein. Aber auf komische Weise, selbst für Jojo-Verhältnisse, steht er doch wieder auf. Und da nun zu viele Stand-Nutzer hier sind, zieht sich Crimson erstmal zurück. Bucciarati erklärt seinen Leuten, dass er den Boss verraten hat und sich seine Leute nun entscheiden sollen, ob sie ihm weiter folgen oder eben nicht. Und in dieser dramatischen Wendung der Story wartet Mr. ab, bis Abakio das Boot betritt, damit er nicht der Vierte im Bunde ist. Damit legen sie also ab und Narancia merkt hier, dass Trish so hintergangen wurde wie er damals. Deswegen schwimmt er hinterher und möchte doch noch mitmachen. Und Mann, der Blick von Bucciarati bei der Szene gibt mir immer wieder eine männliche Träne. Gut, Fugo ist damit der Einzige, der nicht mitkommt. Aber ich bin mir sicher, dass er gegen Ende der Serie zurückkommt, um einen großen Auftritt hinzulegen, der unsere Jungs retten wird. Weil sonst wäre sein Charakter ziemlich pointless gewesen und das würde Araki doch niemals machen, oder? Auf ihrer weiteren Reise finden sie einen Typen, der findet, dass Bucciarati nicht der beste Jobro ist. Also kümmern sie sich um ihn. Durch Trish erfahren sie auch, wo ihr Vater eigentlich herkommt. Also wollen sie auf seiner Heimatinsel nach Spuren suchen. Und Naranchas Haisuppe scheint auch irgendwie nicht richtig zubereitet worden zu sein. Wobei, die ist so lecker, dass Narancha sogar seine Zunge verliert. Und die gegnerischen Standnutzer sind sich dieses Mal auch besonders nah. Jono stellt hier Naranchas Zunge wieder her und er erklärt ihnen die Situation. Aber auch das geht schief, da der andere Stand nämlich sein Reden beeinflussen kann. Also muss er immer das Gegenteil sagen von dem, was er eigentlich sagen möchte. Egal was ihr tut, liked auf keinen Fall das Video hier! Weil er so seine eigenen Freunde in die Falle lockt, fließen auch seine Tränen, die der Highstand sich zunutze macht. So gelangt er durch das Wasser zu den anderen und greift Jono an. Und beim Versuch ihn zu retten, richtet Narancha nur weiteren Schaden an. Doch er macht sich hier auch seinen Gegner zunutze. Er sagt nämlich, dass Jono ihm auf seinem Radar entwischt ist, um den Stand, der sein Sprechen beeinflusst, auszutricksen, da dieser immer das Gegenteil wiedergibt. So würde der Gegner sich nämlich in Sicherheit wiegen und Narancha könnte ihn erwischen. Aber der eine von ihnen bemerkt hier seine Falle. Narancha kann hier trotzdem den Stand treffen und ihn anschließend aufschlitzen. Doch durch seinen ganzen Angriff hat er in der Küche Gas freigesetzt und dank dem Versprecher-Stand gibt Narancha Mister den Befehl, hier zu schießen, was eine Explosion mit sich bringt. So kann Jono wieder mitgenommen werden. Doch er hat Narancha ein Geschenk dagelassen. Narancha macht sich damit alleine auf die Suche. Er schneidet sich hier die Zunge ab, um seinen Gegner herauszulocken. Und Jono stellt hier eine neue für ihn her. So bemerkt Narancha auch die starke Atmung der Gegner und kann sie ausfällig machen. Narancha erledigt hier also die Zahnung, aber durch das ganze Blut, was hier am Start ist, kann der Hai wieder angreifen. Doch Narancha bleibt hier eisern und jagt seinen Gegner einfach in die Luft. Na, da würde ich mal sagen, Porore Pia. So geht die wilde Reise weiter. Es macht zwar wieder jemand Stress, doch Mister scheint ihn schnell erledigt zu haben. Doch später im Flugzeug merkt Jono, dass er sich mit dem Stand infiziert hat. Ja, wir haben wieder den klassischen Fall von der Stand-Nutzer ist tot, aber der Stand ist immer noch am Start. So verliert Jono erstmal eine Hand und dann die andere, um das Ding schlussendlich loszuwerden. Doch da sein Stand, um Leben zu erschaffen, seine Hände benutzen muss, kann er sich nun nicht mehr heilen. Da dieses Ding aber von Bewegung angelockt wird, folgt es weiter in den Flugzeug und macht später wieder ein Comeback. Trish bemerkt auch hier, dass Jono vor seinem Opfer den Marienkäfer in seine Hand verwandelt hat. Deshalb will sie hier die Hand retten, damit Jono alle heilen kann. Und dieser ganze Vorfall aktiviert hier ihren Stand. Sie kann nämlich Sachen, die sie berührt, elastisch machen. So wehrt sie den Gegner ab und mir wird klar, durch welches Rendezvous Ruffy seine Kräfte bekommen hat. Mit einer elastischen Uhr kann sie den Gegner austricksen und mit ihrem eigenen Stand Spice Girl das Viech vernichten. Da wir aber hier einen Joestar an Bord haben, überlebt der Stand und macht sich am ganzen Flugzeug zu schaffen. Also, wer hätte es gedacht, stürzen sie ab. Doch Trish trennt einfach das Cockpit vom Flugzeug und so rettet sie alle. Und man, dabei hat sie wohl einiges von Bucciarati gelernt. Unsere Truppe hingegen haut nach all dem Stress wieder eine frische Pose raus. Da
damit spulen wir die Zeit zurück ins Jahr 1965. In einem Frauengefängnis ist nämlich ein Junge zur Welt gekommen, obwohl die Mutter gar keine Möglichkeit hatte, schwanger zu werden. Das Kind wurde also in der Kirche großgezogen. Der Priester, der ihn aufzog, hat auch Gefallen an ihn gefunden. Und nein, es ist nicht das passiert, was ihr jetzt denkt. Er wollte nämlich für seinen Adoptivsohn eine Garage bauen, damit sein Sohn sein Auto parken kann. Ich meine, hey, wer packt nicht im Wohnzimmer mal die gute alte Spitzhacke aus, um eine Garage zu errichten? Und es kommt sogar noch besser. Bei dem Ganzen bemerkt er eine Leiche unterm Boden. Es handelt sich nämlich hier um die Mutter des Jungen. Sie lebte zwar noch, aber war völlig leer. Der Junge hat das Ganze bemerkt und fackelte daraufhin das gesamte Dorf ab. Und genau dieser Junge ist nun wieder in der Stadt. Ja, es handelt sich hier eigentlich um den Boss, aber er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Er will sich nun darum kümmern, der Joe Crew zuvorzukommen. Und er bekommt dabei einen Anruf. Hallihallöchen. Ja genau, hier spricht Doppio. Mein lieber kleiner Doppio, du wirst verfolgt. Ja, die gespaltene Persönlichkeit ist einfach sein Boss. Und er wird hier von Risotto angegriffen. Er tut zwar so, als wäre er ein Zivilist, aber da Narancho und Co. auch schon am Start sind, verrät Doppio sich damit, dass er Geräusche des Flugzeugs hört, was nur ein Stand-Nutzer wahrnehmen würde. Also greift Risotto ihm an, indem er verschiedene Dinge aus ihm spawnen lässt. Da Doppio auch einen Stand hat, sieht er die Zukunft voraus. Gut, nicht die hier, das war die Ruffy GmbH. Eigentlich sieht er den nächsten Angriff voraus. Er steckt also in der Klemme, aber bekommt so die Fähigkeit des Gegners raus. Dieser kann nämlich Eisen in einen Organismus verändern. So konnte er sich auch tarnen und andere Gegenstände in Doppios Körper spawnen. Der kleine Doppio kann Risotto also erstmal lahmlegen. Wegen Doppios Verhalten und Kampfgeschick kommt Risotto seiner wahren Identität auf die Schliche. Doppio verliert dabei so viel Eisen, dass er seinem Körper nicht mehr richtig Sauerstoff geben kann. Er glaubt zwar Risotto durch Magnetismus finden zu können, doch Risotto ließ seinen Fuß als Bait zurück. Doch bevor Risotto Doppio den Todesschuss versetzen kann, taucht der Stand von Narancho auf und erledigt ihn hier. Ja, Narancho, das war wohl ein ziemliches Eigentor. Da Doppio nämlich hier keinen Atem mehr hatte, wird nur einer von den beiden getroffen. Wow, der Gegner für diesen Party hat mehr Glück als meine Gegner in League of Legends. Narancho und Bucciarati gehen also nachsehen und Abakio soll den Moment wiedergeben, als Trish Vater ein Foto von ihrer Mutter gemacht hat. Aber Mann, Risotto ist echt wild. Er nutzt seine letzten Momente, um den Boss durch Naranchas Stand mit in den Tod zu nehmen. Doch King Crimson ist einfach zu mächtig. Damit geht sein letzter Atemzug komplett ins Leere. Kurz vorm Eintreffen der anderen kann der Boss nochmal viel. Doch der Eisenmangel, dem er nun unterliegt, zieht enorm an seinen Kräften. Und da das ganze Foto auch 15 Jahre her ist, muss Abakio auch etwas mit seinem Stand warten. In dieser Zeit kommen auch irgendwelche Kinder dazu. Weil Abakio also ein Ehrenboy ist, hilft er den Kindern, den Ball zurückzubekommen. Leider hat sich der Boss aber unter die Kinder gemischt und kann so Abakio erwischen. Ja, Freunde, auch noch 5 JoJo-Minuten-Parts hören die männlichen Tränen einfach nicht auf. Abakio musste hier leider draufgehen. Doch Giorno entdeckt wenig später seinen letzten Willen. Er verwandelt nämlich den Stein, den Abakio in der Hand gehalten hat, in einen Marienkäfer, damit dieser zu seinem Ursprung zurückkehrt. Und so sehen sie, dass Moody Blues noch eine Totenmaske des Boss hinterlassen hat. Alleine durch Abakios großes Opfer wissen sie also nun, wie er aussieht. Sie bekommen daraufhin eine Nachricht von jemandem, der lange auf jemanden gewartet hat, der Diavolo besiegen könnte. Er verlangt von ihnen, dass sie zu ihm nach Rom kommen. Er gibt uns auch hier einen Geschichtskurs und erklärt, dass die Standpfeile aus Material geschaffen wurden, was aus dem Weltall kam. Wie dem auch sei, Diavolo bekommt mit, dass sie nun wissen, wie er aussieht und da er nicht weiß, was sie genau vorhaben, soll Doppio hier die Verfolgung erstmal aufnehmen. Unsere Jungs werden auch in Rom von Chocolata und seinem Haustier begrüßt. Eigentlich ist der Typ ein Arzt gewesen, aber er hat einfach absichtlich Leute umgebracht. Denn Chocolata hat unzählige Leute in den Tod getrieben, weil es ihm Spaß macht, Leute beim Abkratzen zuzuschauen. Sein Partner ist hier Seko, der eigentlich auch eins seiner Opfer war, aber das Ganze überlebt hat. Und Chocolata hat bereits die ganzen Zivilisten verschimmeln lassen. Natürlich trifft diese Attacke auch unsere Leute, was die beiden Gegner ziemlich freut. Und die ganze Infizierung funktioniert so, dass sie losgeht, wenn man auf eine niedrigere Ebene geht. Das aktiviert nämlich den Pilz, damit er sich weiter verteilen kann. Und ja, das ist wirklich die Erklärung. Da trage ich auch lieber eine Maske draußen. Ich meine, bei dem Stand hier dürfte man nicht einmal die Treppen runtergehen, ohne drauf zu gehen. Denn genau das passiert hier unseren Boys. Die Treppe sinkt einfach ein und Mister kann sich hier ganz knapp mit einem Schild retten. Der andere Boy kann nämlich den Boden flüssig machen und darin schwimmen. Bucciarati packt also mal wieder seine 10 Kilo
Minus schweren Eier raus und springt einfach runter. So lockt er seinen Gegner auf ihn und gibt ihm ein ordentliches Arrivederci. Doch irgendwie geschieht in Bucciarati rein gar nichts. Sein Körper bleibt komplett pilzfrei. Auf diese Weise können sie erstmal in Stadt Innere weiterfahren. Auch Giorno merkt hier, dass irgendwas mit seinem Bro nicht ganz stimmt. Bucciarati scheint nämlich schon längst tot zu sein. Doch das Schicksal hat ihn irgendwie noch mehr Zeit gewährt. Und ja, das ist wirklich der Höhepunkt von Bizarrheit in Jojo. Wir machen also weiter mit einem Helikopter da. Denn Chocolata wirft eine Pilzleiche runter. Und da der ganze Pilz weitergeleitet wird, trifft es nun alle in der Stadt. Mit Mrs. Kugeln erkämpft sich Giorno hier den Weg zum Helikopter und deswegen flieht Chocolata auch aus dem Heli. Einige der Numbers, die die Verfolgung aufgenommen haben, werden hier trotzdem getroffen. Da Chocolata nämlich nicht verschwunden ist, sondern sich selbst geteilt hat, um sich so zu verstecken. Er setzt sich auch ganz einfach wieder zusammen und jagt Giorno nach unten. Number 5 schaltet aber schnell und schießt eine Kugel, damit Giorno einen Ast erschaffen kann, der ihn rettet. Doch der Pilz befällt auch diesen. Giorno nutzt das wiederum aber aus, um den Ast gegen den Propeller des Heli zu jagen. Denn ohne Wurzel hat das Ding auch kein Leben mehr und wird wieder zu einer Kugel. Chocolata wird zwar so getroffen, aber in diesem Partier, was wir oft durch Mister gesehen haben, kann man Kugeln irgendwie ziemlich einfach überleben, auch wenn sie durch das Hirn gehen. Giorno ist aber ein wahrer Fan vom Recycling und nutzt die Kugel ein weiteres Mal, um Chocolatas Kopf platzen zu lassen. Und zum Schluss macht Giorno seinem Vater Dio Brando alle Ehre. Er bringt Chocolata also ganz zum Schluss dahin, wo er hingehört, nämlich in den Müll. Da der Pilzbefall deswegen aufhört, checkt Zeko auch, dass sein Partner nun tot ist. Ihn juckt es aber nicht wirklich, er geht hier straight zum Ziel unserer Golden Boys, nämlich das Kolosseum. Also wird das Ganze ein Rennen zwischen ihm und Bucciarati. Zeko greift aber einfach den gesamten Boden an, damit Bucciarati einen Ton von sich gibt und er ihn aufspüren kann. Bucciarati weiß aber hier, dass sein Körper längst nicht mehr normal ist. Er provoziert also hier Zeko, damit die ganze Straße in den Boden versinkt. So kann er nämlich in dieser Situation einen Schlag abfeuern, der dermaßen laut ist, dass Zekos Trommelfell immensen Schaden davon trägt. Ohne richtiges Gehör kann Zeko auch sein Stand nicht mehr richtig verwenden. Also nimmt er hier eine uns sehr bekannte Geisel. Bucciarati zieht aber trotzdem durch und schlägt einfach durch den Reißverschluss. Durch die Wunde kommt Zeko so wenigstens wieder zu seinem Homie. Da unserem Boy Bucciarati auch die Kräfte langsam leer gehen, nutzt Doppio die Gelegenheit für ein schnelles Ende. Er zieht hier aber nicht durch, weil er rausfinden möchte, was das wahre Ziel unserer Jungs ist. Dabei merkt er auch, dass Bucciaratis Sinne extrem nachlassen. Dieser wiederum bemerkt hier Doppios Wunde am Hals. Vorerst passiert aber nichts und Doppio hilft ihm über die Straße. Dass Bucciaratis Augen aber im Eimer sind, kommt ihm hier zugute. Er verwechselt nämlich Doppio mit Trish, da er aktuell nur die Aura von anderen Menschen wahrnehmen kann. Zusammen gelangen sie also ins Kolosseum, doch der mysteriöse Mann sagt ihnen, dass sie sich keinen Schritt rühren sollen. Und ihr seht richtig, der Mann ist niemand anderes als unsere Legende Polnareff. Diavolo hat die Pfeile auch damals mit ausgegraben und von Enyaba erfahren, was es damit auf sich hat. Er hat einen behalten und die anderen 5 verkauft. Jotaro und Polnareff haben auch damals schon von ihm erfahren und sich getrennt, um ihn aufzuspüren. So hat Diavolo auch Polnareff damals besiegt. Aber da der Typ gegen Dio gefightet hat, bekommt man den nicht so einfach klein. Also hat er das Ganze überlebt, was mich natürlich freut. Aber ey Polnareff, wenn du den Angriff von damals überlebt hast, wäre es wohl nicht verkehrt gewesen, einen gewissen Typen anzurufen, der, naja, ich weiß auch nicht, die Zeit anhalten kann. Gut, auf die Idee ist er dann wohl nicht gekommen. Und er findet sich jetzt hier wieder mal bei einer Treppe auf mit dem Gegner von diesem Part hier. Und Mann, der echte Diavolo sieht ziemlich fresh aus. Mit seinem Blut schaut Polnareff also hier, ob Diavolo seinen Stand einsetzt, damit er jederzeit mit Chariot kontern kann. Außerdem zieht er komplett durch und trifft Chariot mit dem Pfeil. Polny geht zwar zu Boden, doch der Pfeil zeigt Wirkung. Silver Chariot wird nun zu Silver Chariot Requiem. Und dadurch fallen alle Leute um. So kann Chariot auch ganz einfach mit dem Pfeil fliehen. Als unsere Leute wieder wach werden, merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, sie haben auf Kimi no Nawa-Basis die Körper getauscht. So ist Mr. und Trish und andersherum und Giorno Narancia und andersherum. Das gilt auch für die Menschen in der Nähe des Kolosseums. Nur bei Bucciarati ist nicht klar, was Sache ist. Und Polnareff, ja, er ist die legendäre Schildkröte geworden. Da Polnareff starkes Verlangen nur dem galt, den Pfeil von Diavolo fernzuhalten, hat er diese Fähigkeit entwickelt, da man in einem fremden Körper den Pfeil nicht so einfach benutzen kann. Und ja, das, was mit Kira letzte Woche passiert ist, ist eigentlich das gleiche. Wenn man den Pfeil also berührt, erlangt man sowas wie ein zweites Erwachen des Stand. Da Diavolo auch sein Comeback feiert, machen sich unsere Leute bereit. Doch in Wahrheit steckt Bucciarati in diesem Körper. Er nimmt Chariot zwar den Pfeil ab, doch Sticky Finger stellt sich dann gegen ihn. Also holt sich Chariot
Chariot seinen Besitz zurück. Denn durch den Tod von Polnareffs Körper kümmert sich Chariot nur noch darum, den Fall zu beschützen. Die sind komplett aufgeschmissen und es scheint nun so, dass Diavolo in Bucciarattis Körper wieder aufsteht. Daraufhin erleben sie einen weiteren Zeitsprung und finden Narancia aufgespießt auf. Und bevor Giorno ihn heilen kann, hat Naranchas Seele den Körper längst verlassen. Giorno erlangt zwar so seinen Körper zurück, doch für Narancia ist es längst zu spät. Das Ganze konnte nur wegen Diavolos gespaltener Persönlichkeit funktionieren. Doppio ist zwar in Bucciarattis Körper, doch Diavolo könnte in jedem beliebigen Körper sein. Also müssen sie nur den Pfeil hinterher, da es sowieso der einzige Weg ist, Diavolo zu besiegen. Der Pfeil stößt zwar hier jeden von unseren Leuten ab, doch Polnareff ist hier in der Lage, ihn zu berühren. Mister möchte ihn zwar dann vor Chariot beschützen, doch seine Knarre bricht auf einmal zusammen. Glücklicherweise hat er noch eine andere parat gehabt. Doch Chariot krallt sich wieder das Ding und verfolgt unseren Ninja Turtle. Aber er stoppt, da Polnys Körper sich anfängt zu verändern. Das gilt hier für alle Wesen. Und ja, das ist dann auch einfach so und hat keine tiefere, weitgehendere Bedeutung. Wie dem auch sei, kommen wir zurück zum Plot. Denn Giorno merkt hier, dass irgendwas faul ist und jemand Mister sabotiert haben muss. Er möchte sie also testen und Bucciarati bietet sich hier als erster an. Dabei stellt sich auch heraus, dass Bucciarati wirklich im Körper von Diavolo ist, aber Diavolo selbst eben auch noch drinsteckt. Doch Diavolo übernimmt hier den Stand von Trish und ihren geliehenen Körper, damit er abhauen kann. So kommt er auch in den Besitz des Pfeils. Giorno jedoch nutzt hier sein Blut von eben, um den Pfeil mit Ameisen brechen zu lassen. Und Trish ist hier ziemlich klatsch. Bevor Diavolo ein weiteres Mal nach dem Pfeil greift, nutzt sie ihre Fähigkeit, um den Pfeil zu Giorno zu schleudern. Aber Diavolo springt schneller hinterher, indem er Trish schlägt. So fängt er den Pfeil, der ihn hier schneidet. Aber irgendwie tut er es nicht ganz richtig. Das liegt daran, dass der Pfeil Diavolo nicht für würdig ansieht. Bucciarati wird hier auch die Schwachstelle von Silver Chariot klar. Aus diesem Grund zerstört er die kleine Sonne, die hinter Chariot ist, um die Seelen alle wieder in ihre richtigen Körper zu verfrachten. Danach wird Bucciarati jedoch zu Jinjo Jun und nimmt Abschied von Giorno. Aber Mann, Bucciarati war einfach der OG. Bucciarati, du als bester Jobro, den es jemals gegeben hat, kannst nun in Frieden ruhen. So erlangt Giorno aber endlich den Pfeil. Und das ist die Geburtsstunde von Golden Experience Requiem. Der Pfeil erachtet Giorno auch derartig für würdig, dass er mit seinem Stand verschmilzt. Diavolo glaubt zwar hier, er habe immer noch eine Chance, aber Golden Experience Requiem spult einfach die gelöschte Zeit von Diavolo zurück. Wobei, er kann nicht direkt Zeit beeinflussen. Er ist nämlich so overpowered, dass er Diavolo wieder auf 0 zurücksetzt. Das bedeutet, die Zeit wird nicht zurückgespult, sondern Diavolo kommt wieder zu dem Zeitpunkt zurück, bevor er angegriffen hat. Also wird er hier easy gemudert. Der Stand ist sogar so over the top mächtig, dass Giorno das Opening beeinflusst und eine Dio-Pose raushauen kann. Diavolo fällt also in den Fluss und wird von Junkies umgelegt, was als Mafia-Boss natürlich ziemlich krass wehtut. Doch danach findet er sich in einen Operationssaal auf und die Ärztin tut so, als würde er schon tot, obwohl er alle Schmerzen spüren kann. Und die Location ändert sich wieder. Auf einmal befindet er sich auf den Straßen von Rom, wo er ein weiteres Mal stirbt. Golden Experience Requiem ist wie erwähnt so unfassbar stark, dass Diavolo sterben wird. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Ohne dass er jemals die Wahrheit realisiert, dass er nämlich schon längst tot ist. Und ganz am Ende von diesem Part hier spult Araki nochmal zum Geschehen vor Folge 1 zurück und zeigt uns durch einen Stand-Nutzer, der mit seinen Steinen die Zukunft vorhersehen kann, dass der Tod von Narancia, Abakio als auch Bucciarati schon längst hervorbestimmt war. Aber hey, wenigstens hat Polnareff nun 2 Jojo-Parts überstanden. Giorno wird auch hier zum Mafia-Boss und das, meine Damen und Herren, beendet Part 5. Ich denke aber schon, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Und wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sehr himmlisch werden wird. Made in Heaven! Also Freunde, das beendet nicht nur Jojo Part 5, sondern die gesamte Jojo in Minutenreihe. Und lasst mich eins sagen, ich bin absolut fertig mit meinen Nerven. Jojo ist super, versteht mich nicht falsch, aber so viel Jojo auf einmal ist ein wenig zu viel Jojo auf einmal, um es mal so auszudrücken. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat diese ganze Reise hier gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist denn euer Lieblingspart. Ihr wisst es, bei mir bleibt es eisern mit Part 4, das ist einfach mein Favorite Part. Das wird sich nicht ändern. Und natürlich nach 38 Minuten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet. Ansonsten teilt das Video natürlich mit euren Jojo-Friends und lasst auf jeden Fall ein Abo auf den Kanal da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Jetzt würde man natürlich meinen, nach so viel Jojo mache ich erstmal eine Pause. Aber wisst ihr was? Ich glaube, nächste Woche werde ich noch ziemlich mein Meisterstück abliefern. Denn nächste Woche Samstag, 12 Uhr, Death Note in Minuten. Bis dahin, haut rein.